Die Zutaten. Für den Weihnachtsmannkuchen braucht man eine Tasse Wasser, eine Tasse Zucker, eine Tasse Mehl, eine Tasse Braunzucker, 4 große Eier, ein Stück weiße Butter, 2 Tassen getrocknete Früchte, 1 Teelöffel Backpulver, 1 Teelöffel Salz, eine Handvoll Nüsse, eine Zitrone und 1 Liter guten Wodka. Ho ho ho, hier ist der Weihnachtsmann. Schritt 1. Zunächst kosten wir den Wodka auf seine Qualität. Zweiter Schritt. Nehmen Sie eine große Rührschüssel zur Hand. Währenddessen probieren Sie nochmals den Wodka und überzeugen Sie sich davon, dass er wirklich von bester Qualität ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang. Schalten Sie den Mixer an und schlagen Sie die Rührschüssel die Butter flaumig weich. Überprüfen Sie, ob der Wodka noch in Ordnung ist. Dazu probieren Sie nochmal. Mixen Sie den Schalter aus. Brechen Sie dann ein Ei aus, und zwar in die Rührschüssel. Und hauen Sie die schrumpeligen Früchte mit rein. Wenn das blöde Obst im Trichter stecken bleibt, lösen Sie das mit dem Schraubenzieher. Überprüfen Sie den Wodka auf seine Konsistenz. Jetzt schmeißen Sie die Zitrone in den Hixer und fügen Sie eine Tasse zu Zucker, alles was auch immer. Fetten Sie den Ofen ein, drehen Sie um 360 Grad, schlagen Sie auf den Hixler, bis er ausgeht. Werfen Sie Rührschüsse aus dem Fenster. Und überprüfen Sie den Wodka auf seine Konsistenz. Zehnter Schritt. Gehen Sie ins Bett und pfeifen Sie auf den Kuchen.